Das ist Jörg Hahn. Er nimmt dich mit auf Zeitreise. Und das bedeutet für dich, ich kam, sah und kapierte. Denn wir machen Geschichte lebendig. Was jetzt kommt, ist der Hammer. Und zwar sprichwörtlich. Zunächst habe ich hier unseren altbekannten Faustkeil. Wer das Video dazu noch nicht gesehen hat, könnt ihr ebenfalls hier sehen. Dort erkläre ich schon mal, dass man mit diesem Faustkeil früher etwas geschlagen hat. Zum Beispiel, dass man damit Knochen aufgeschlagen hat, um ans Knochenmark zu kommen. Aber diese Kombination von in der Hand halten und gleichzeitig wo draufschlagen, ist nicht wirklich praktikabel, ja, wenn man fester zuschlagen möchte. Irgendwann vor ungefähr 6.000 bis 7.000 Jahren ist jemand auf die Idee gekommen, in diesen Faustkeil ein Loch zu bohren. Und zwar innen rein. Häufig hatte man versucht, vorher diesen Faustkeil immer mal mit zu binden und man hat Stäbe gespalten und hat ihn dann dazwischen geklemmt und das Ganze verbunden, hält alles nicht. Ja? Irgendwann ist also dieser ganz kluge Mensch mal auf die Idee gekommen zu sagen, ich bohre ein Loch in diesen Hammerkopf, in diese Beilklinge. Das hier ist tatsächlich ein Original, ist etwa 6.000 Jahre alt und hier haben wir den bereits verrotteten originalen Schaft ergänzt. Dann seht ihr, boah, damit kann ich viel besser ausholen und auch besser, kräftiger zuschlagen. Mein Problem? Vor 6.000 Jahren gab es weder einen Metallbohrer, noch gab es eine Bohrmaschine und erst recht natürlich keinen Strom. Die große Frage, wie kommt das Loch in diesen Stein? Ganz einfach, vermeintlich. Man nimmt ein Stück Haselnussstock, stumpft das ein bisschen in feuchten Sand und dann beginnt man zu drehen. Und zwar per Hand. Also unsere Hand war die Bohrmaschine. Für ein solches Loch brauchte ein Jungsteinzeitler, in der Zeit bewegen wir uns jetzt, der brauchte dafür etwa 50 Stunden. Wenn man pro Tag eine Stunde bohrt, dann brauchte man dafür ganz knapp 2 Monate. Das geht heute in weniger als 2 Minuten. Und diese Idee, die haben wir bis heute. Ihr seht, dass auch in einem ganz modernen Hammer der sogenannte Schaft, der Griff, innen ist. Das haben wir also seit rund 6.000 bis 7.000 Jahren.